Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Gladum zu einem neuen Part Pokémon. Los geht's, Evoli. Ja, mit dem Zwergenfürst. Let's go, Evoli. Hier aus, ja, wie hieß die Stadt gleich nochmal? Tipps für Trainer heißt die Stadt bestimmt nicht. Heute muss es nämlich mal wieder einen Schritt zurück geben. Leider. Müssen wir mal wieder in diese Richtung gehen. Wir haben dann nämlich noch einen Arena-Leiter herauszufordern. Dazu müssen wir noch ein paar Pokémon-Arten fangen, damit der liebe Pokémon-Trainer uns hineinlässt in die Pokémon-Arena. Der Knoga, um den geht es uns. Saffronia City, die goldglänzende Handelsstadt. Ja. Hier sind schon gleich die nächsten Arenen. Das Kampfdojo. Und die Arena von Saffronia City mit Sabrina. Ja, wir müssen uns leider erstmal auf den Weg zurück zu Knoga machen. Ich glaube, die würde uns sogar ranlassen. Oh, das klingt falsch. Ranlassen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die würde uns reinlassen und gegen sie antreten lassen. Oh. Ich muss durch mal das Pokémon wechseln. Starter Pokémon. Ich glaube, das Team haben wir im letzten Part geheilt, aber ja, doppelt schadet nicht. Und doppelt heilt besser. Oder so. Ja. Dann wird's wohl heute hauptsächlich auf den Routen umlängs gehen. Ich würde es mal vielleicht hier gerade mal versuchen. In diese Richtung. Weil es dort vielleicht neue Pokémon-Arten gibt. Oder kommen wir von hier? Route 6. Da muss man kurz auf die Karte gucken. Beutel. Und Karte. Dann schauen wir mal. Nein, wir müssen tatsächlich. Nein, Prismania City war es nicht. Urania City war es auch nicht. Ich glaube, hier nach Fuchsania City müssen wir. Da müssen wir, glaube ich, sogar fliegen. Das ist der beste Weg. Safari-Zone, da ist auch das Knoga-Arena-Stück. Okay, ich glaube, wir waren schon auf allen Wegen. Können wir mal gucken, ob wir hier trotzdem irgendwo ein neues wildes Pokémon finden, was uns noch nicht untergekommen ist. Ja. Ach so, das Team muss ich da erstmal. Lass mir das Team anschauen. Ein neues Teammitglied, was ich hinausnehmen kann. Was hinter mir herlaufen kann. Blackie, vielleicht kann das mal. Können wir das aufs Pokéball nehmen? Können wir nicht. Dann nehmen wir doch Diktri. Diktri läuft jetzt neben mir her. Jo, so muss das sein. Jo, hier haben wir einen Vulpix. Als allererstes. Das werden wir wahrscheinlich schon gefangen haben. Werden wir wahrscheinlich schon eins von einem Team haben. Wir haben genug beide mit dabei. Schauen wir mal, ob wir was Neues dazu kriegen. Neue Pokédex-Einträge. Ein paar braucht man, glaube ich, noch. Nicht viele, aber ein paar. So ein, zwei Stück nötigen wir noch, damit es weitergehen kann. Wir müssen heute den Partner verschwenden. Ja, Vulpix war scheinbar kein neues. Aber Abra ist vielleicht ein neues Pokémon, das wir noch nicht gefangen haben. Versuchen wir es mal. Oder haben wir schon eins? Ich befürchte, wir haben schon eins. Davon haben wir schon eins gefangen.
ist ein bisschen schwerer zu fahren. Ich glaube, das hatten wir schon erwischt. Na komm, bleib drin. Nice. Ein weiteres Abra oder das erste Abra? Das ist hier die Frage. Das Level 5 Paper, das ist nur gut. Das können wir gebrauchen beim nächsten Arena-Kampf. Oh, ein neuer Eintrag. Sehr gut, ein neuer Pokémon-Art. Dieses Pokémon schläft 18 Stunden Tag. Dieses Pokémon schläft 18 Stunden am Tag. Bei Gefahr teleportiert es sich in Sicherheit, um dabei aufzuwachen. Diesen kann ich auch nicht mehr. Beste Voraussetzung. Ja, okay. Radfratz haben wir wahrscheinlich eh schon etliche Male. Aber gut. Fangen bringt was für die Level der Pokémon im Team. Radfratz gefangen. Sehr gut. Und wo wir hier schon mal auf der Route nach Pokémon suchen, neue Pokémon fangen. Oh, die haben wir noch nicht herausgefordert. Oh je, da müssen wir wohl noch kämpfen. Während wir hier gegen wilde Trainer kämpfen, kann ich mal ein bisschen ein Thema ansprechen. Ein Themenpart machen, Pokémon Let's Go Evoli. Nämlich das Thema Pokémon Schwert und Schild, Pokémon 8. Generation. Das muss auch mal angesprochen werden, wo wir jetzt hier in Pokémon Let's Go Evoli schon die quasi 7. Generation haben. Ist die erste, es ist ein Remake der ersten Generation, aber es fand gleichzeitig mit der 7. Generation statt und ist irgendwie doch halbwegs ein Anhängsel der Alola-Generation. Man sieht es auch, einen Trainer hatten wir schon dabei. Uranasti, da sind wir wieder. Einen Trainer hatten wir schon als Alola hier in Urania City. Genau hier war es. Am Steg haben wir den gesehen. Mir fällt der Name nicht mehr ein, aber ihr wisst bestimmt, welchen ich meine. Die eine Arena-Leiterin, die Inselkönigin. Ach, ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen auf der Route lang. Vielleicht tun wir hier noch ein bisschen was. Lauf mal zu Fuß mal ein bisschen nach der nächsten Stadt. Keine wilden Pokémon hier, nur ein Radfratz. Okay, okay. Hier haben wir auch schon die wichtigen Trainer besiegt. Zu Let's Go Evoli, Quatsch, zu Schwert und Schild. Muss ich tatsächlich sagen, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich werde mir Pokémon Schwert wahrscheinlich besorgen. Und wenn nicht alles dazwischen kommt, ich plane mir Pokémon Schwert schon am Release Day zu besorgen. So der Plan, wenn ich es schaffe. Und dann, ja, werde ich das ab Release Day spielen. Leider nicht bringen als Let's Play. Doch, als Let's Play werde ich es bringen. Das war jetzt falsch ausgedrückt. Aber ab Release Day nicht bringen. Das würde leider ein bisschen dauern. Oh, die haben wir noch nicht bekämpft. Ja gut. Jetzt müssen wir noch die Trainer hier besiegen. Hoffentlich sind sie nicht zu schwer. Hoffentlich sind unsere Pokémon stark genug. Die Route also nochmal. Schönheit Silvia. Ja. Vor allem die legendären Pokémon. Ich weiß auch jetzt die Namen nicht mehr. Also ich habe mir die Trailer zu Pokémon Schwert und Schild nicht so genau angeguckt. Ich habe es mir natürlich angeguckt, aber habe es jetzt nicht einzeln analysiert. Oh, ein Evoli hat's. Alles klar. Und das, was ich schon in Trailern so nebenbei mitbekommen habe, die ich nur halbherzig gesehen habe, um mich nicht maximal spoilern zu lassen. Also ich gucke da nur mit einem Auge hin oder so ein bisschen, also um jetzt nicht die letzten Genauigkeiten mitzukriegen. Aber das, was ich schon gesehen habe, das hat mir sehr viel Vorfreude aufs Spiel gemacht.
kann ich hier ein bisschen was sagen? Ja, zu den Trailern, das, was in den Trailern schon da ist, das kann ich ja sagen. Das ist ja nichts Neues, ist ja nichts gespoilert, ist ja nichts, ist ja eigentlich nichts verraten. Ich weiß ja auch nicht mehr als das, was in der Öffentlichkeit ist. Daher, was in den Trailern schon zum Vorschein kam, war unter anderem das Pokémon-Schurken-Team. Das, wenn ich mich richtig erinnere, heißt Yell. Das Schurken-Team heißt Yell. Diesmal und sieht ziemlich nach Team Sky aus. Es hat so ein bisschen den. Hat ein bisschen den Stil von Team Flair, Team Sky übernommen. Aus der 7. Generation. Hoffentlich nicht die Fähigkeiten und die Kraft. Weil das macht mir dann schon mal Angst. Da muss ich sagen, ich würde ungern die Pokémon 8. Generation mit einem Team Sky Nachmacher Team. Naja, ist jetzt kein. Ist jetzt ein bisschen böse gesagt, Team Sky Nachmacher Team, aber ihr wisst, was ich meine. Das würde ich sogar als den falschen. Oh nein, schon wieder ein Kampf. Als den falschen Schritt in die falsche Richtung würde ich das betrachten. In den letzten Generationen, jetzt so von Pokémon 4. Generation habe ich es aktiv, ab Pokémon 4. Generation habe ich es aktiv miterlebt. So ab 4. Generation, 5., 6., 7., jetzt wahrscheinlich auch 8. Haben die Stärken der Pokémon-Teams, der Bösewichte, stetig abgenommen. Muss man wirklich schon so sagen. Pokémon 4. Generation mit Team Galactic war noch ganz in Ordnung. Die konnte man noch ernst nehmen. Das war noch ernst zu nehmende Gegner. Team Rocket natürlich in Generation 1. Und wir haben es gespielt hier in Pokémon Let's Go Evo und natürlich in Pokémon Game Edition. Pokémon Rocket eigentlich, also Team Rocket eigentlich das ultimative Team, würde ich mal behaupten, ist so meine Meinung an der Stelle. Team Galactic kann man aber noch halbwegs ernst nehmen. Und dann, ja, Team Plasma, Team Flair, Team Sky, ja, Team Sky eher so, naja. Ich will jetzt nicht sagen, der Schandfleck der Rüpel-Organisation, aber das sind schon ordentliche Säcke, wenn ich es mal so auf Deutsch sagen darf. Und da hatte ich doch den Wunsch, und so hat es auch in Pokémon Ultramond und Ultrasonne ausgesehen. Es war auch schon das richtige Anzeichen. Da haben sie mit Pokémon davor. Nein, schon wieder ein Kampf. Ich gerate hier in alle Kämpfe nacheinander. Aber das Team scheint stark genug zu sein. Ja, mit Team Ultra Rocket und Rainbow Rocket heißt das. Rainbow Rocket hieß das in Pokémon. Sag, wie hieß es? Ultramond, Ultrasonne. Das war dann schon ein richtiger Schubs in die richtige Richtung, aber was das Schurkenteam angeht, muss man die Befürchtung haben, dass Pokémon Schwert und Schild da keinen Schritt nach vorne machen wird. Also nach vorne in Richtung kompetenteres Team und gute Gegner. Ja. Und so wie sie aussehen, muss ich sagen. Oh, Diktri gegen Diktri. Kampf der Giganten. 37, Level 37. Gleiches Level. Oh nein! Den Kampf der Giganten verloren. Oh nein. Schande. Tja, so wie sie aussehen, wirken sie sehr schwach. Team Gell. Nach dem Sky jetzt. Der Name klingt jetzt auch nicht gerade. Muss ich sagen.
Aber die Starter-Pokémon, die haben es drauf. Das muss man dem Spiel zugestehen. Die legendären Pokémon, naja gut, das Schwert-Pokémon sieht gut aus, das Schild-Pokémon, nun ja. Kann sich jeder seine eigene Meinung machen. Ich finde das Schwert-Pokémon ganz okay, das kann man sich ins Team nehmen, das ist akzeptabel. Deshalb werde ich mir wahrscheinlich auch Pokémon Schwert kaufen, um das legendäre Pokémon mit dabei zu haben. Das Schild-Pokémon hätte ich jetzt nicht unbedingt gerne im Team. Muss ich leider so zugestehen. Ja, neue Arena-Leiter, neue Rivalen, neue Charaktere. Sehr viele Neuerungen. Oh nein, das war doch die Schwere, die wir nicht geschafft haben. Tja, die Kämpfe, die Herausforderungen hier in diesem Part heute. Ich werde natürlich selbstverständlich ein Pokémon Schwert, dann das Feuer-Pokémon, das Feuerstarter nehmen. Das steht eigentlich nicht zur Debatte, das ist eigentlich schon fix. Also in Pokémon Sonne habe ich, soweit ich weiß, den Bautz genommen, Ausnahme, weil Bautz es wirklich gebracht hat. Das war wirklich ein sehr süßes und auch sehr starkes Pokémon. Das konnte man nehmen. Habe ich jetzt gerade Flackerbrand auf Aquana eingesetzt. Bin ich denn komplett bescheuert geworden. Aber ja, bei mir geht nichts. Also das ist wirklich, bei mir ist Feuer-Pokémon, Feuerstarter. Mein Starter ist eigentlich in jeder Generation das Feuerstarter. Da gibt es keine Debatte drum. Dynamax, sogenannte Dynamax-Kämpfe soll es geben, wo die Pokémon ganz groß wären. Super erklärt, wie immer. Schaut euch mal die Trailer an. Wenn ich dran denke, vergesse ich wahrscheinlich wieder bei den Pokémon-Parts. Kann ich mal ein paar Trailer hier in die Videobeschreibung reinklatschen. Wenn ich dran denke. Ich bezweifle es, dass ich daran gedacht habe, aber wenn ich daran gedacht habe, habt ihr da ein paar schöne Trailer in der Videobeschreibung. Ja, so sieht's aus. 15. November, wenn ich mich nicht komplett vertan habe. Ich hab's jetzt nicht komplett im Sinne. Wann das genaue Release-Date ist, das genaue Veröffentlichungsdatum. Mitte November ist es. Ich glaube, der 15. war es. 15. November. So wurde schon verkündet. Ja, bis dahin müssen wir noch ein bisschen Pokémon Let's Go Evoli spielen. Müssen wir noch ein paar Parts raushauen. Dass wir das dann hoffentlich zumindest weitestgehend zu Ende gebracht haben. Oh, mein Team wird dünner. Wird gleich besiegt sein. Und ich habe, glaube ich, noch nicht genügend. Ich muss mich auf die Pokémon-Arten konzentrieren, dass ich da noch ein paar fange. Eins haben wir jetzt schon, aber mir fehlen, glaube ich, noch zwei oder eins. Ja gut, das war's jetzt fast. War besiegt. Ja, wie gesagt, ich freue mich wie ein Kind auf Pokémon Schwert und Schild, auf die 8. Generation. Ich bin da gehypt wie nix Gutes. Der erste Part wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach am Tag nach dem Release kommen, wenn nicht alles dazwischen kommt.
werde ich dann noch am Release Day aufnehmen und dann dementsprechend, ich glaube, der 16. ist das dann, 15. Release, und dann wird es bei euch am 16. ankommen. Ja, so ist das bei meinem kleinen Kanal. Ich habe dann noch sowas wie Arbeit, wo ich erst ab abends aufnehmen kann, und wenn ich das dann auch noch kaufen muss, dann ja, das habe ich, glaube ich, bei Pokémon Sonne mal probiert, das am Release Day rauszubringen. Das war nichts ganz und nichts halbes, das war nicht machbar, das am Abend noch rauszubringen. Das braucht man gar nicht zu versuchen, das ist a zu stressig, a zu hektisch für mich, und b bringt es euch ja auch nichts, wenn dann irgendwann nachts um 23 oder 22 Uhr der erste Part rauskommt. Ja, ganz in Ruhe dann am Nachtag, dann um 14 Uhr. Das Let's Play Projekt wird sich lange genug hinziehen. Okay. Was zum, okay. Evoli sieht ein bisschen seltsam aus. Ich glaube, wir müssen uns öfters mal um Evoli kümmern. Reicheln, ein bisschen um sie kümmern. So, hinfliegen mit Evoli. Dann schauen wir mal, ob wir schon reingelassen werden. Tigen Pokémon gefangen haben, Pokémon Arten, um hier reingelassen zu werden. Verraten. Um diese Arena zu betreten zu dürfen, müsst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon Arten gefangen hast. So, wie ich sehe, ist es dir bisher gelungen, 48 Pokémon Arten zu fangen. Leider schreibt es die Tradition vor, dass du dich erst in diese Arena lassen darfst, wenn du mindestens 50 Pokémon Arten gefangen hast. Da müssen wir wohl noch wo zwei Pokémon-Arten auftreiben. Ja, das ist doch schon fast hier auf dem Wasserweg vielleicht. Ach, verdammt. Also der Trainer-Part hier. Den hatten wir noch nicht. Ja, nur ein Pokémon. Vielleicht fangen wir hier auf dem Wasser noch ein Starmie oder ein Sterndu. Tja, so sieht's aus. Hier mal Erzbeben. In der Hoffnung, dass das was bringt. Oh wei. Na komm. Starmie beerdigen. Nein, noch nicht. Einmal Schaufler noch. Ist fast verschwendet, ist der Schaufler. Aber ja, wenn Diktri jetzt nicht weggehauen wird, wollte ich gerade sagen. Ja gut, dann wie wär's denn mal mit Blackie, mit Evoli, den letzten Rest erledigen, das Damit kaputt machen. Quälzone, du musst das mal angucken. Na komm, halt durch, Evoli. So, die Quill ist zu Tode, genauso erledigt. So, alles klar. Ich weiß gerade nicht, wie lang der Part schon ist. Ob wir den schon überzogen haben. Ansonsten muss ich offscreen nochmal gucken, dass ich da ein paar wilde Pokémon fange, dass ich dann ein paar neue, zwei neue Arten noch fange, so dass wir im nächsten Part hoffentlich zu Knogga eintreten können in die Arena, dass der uns dann endlich mal reinlässt mit den verdammten Pokémon Arten. So, hier mal ein bisschen rumgesurfe, da haben wir hier schon was. Ein wildes Tentacha erscheint. Ja gut. Schauen wir mal, wie ich das zusammenschnipple.
Mal schauen. Habe ich schon gefangen, das Tentacha. Ja, habe ich schon gefangen, aber ist das ein neuer Pokémon-Art? Nein, leider nicht. Index-Eintrag. Ja, auf der Suche nach einer neuen Pokémon-Art. Sterndu. Das haben wir doch bestimmt noch nicht. Sterndu haben wir noch nicht dabei. Oder? Oder irre ich da? Na komm, komm mit rein. Und bleib drin. Nice. So, bitte. Ende der neuen Pokémon-Arten. So. Ja, da brauchen wir noch eins. Eine Art brauchen wir noch. Jetzt habe ich den Pokédex nicht vorgelesen. Sorry. Können wir noch nachholen. Das Zubat der Mehrer. Die haben wir schon. Ein Starmie. Das ist ja wirklich selten, aber das wäre jetzt noch die Lösung für das Problem. Oha, Trainer. Ja, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben. Oh, dich brauchen wir vielleicht noch. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Part ist, aber ich mache jetzt mal die Verabschiedung. Und guck mal gleich mal auf die Uhr, mach gleich mal eine Pause. Fang dich jetzt noch. Na komm, kommst rein. Großes Ding. Lass ein Abo da. Ja, hab einen angenehmen 40 Tag. Glöckchen aktivieren, ihr wisst Bescheid. Haut da gleich rein. Macht's gut. Ja, neue Level. Und hoffentlich ein neuer Pokédex-Eintrag. Damit hätten wir es erledigt. Und da haben wir alle Pokémon-Arten gefangen. Nein, alle haben wir nicht, aber die benötigten Pokémon-Arten. Das heißt, wieder übersprungen, oder was? Nein. Weiter umwickelt es mit seinen 80 Tentakeln. 80? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich kann es gerade nicht zählen, aber das sind keine 80. Die es nach Belieben ausfahren oder einziehen kann. Danach schwächt es sie mit Gift. Ein Gift-Pokémon also. Hat auch der Arenaleiter Knogger oder Koga, keine Ahnung wie der heißt, werden wir herausfinden. Super Überleitung für den nächsten Part. Ja, dann würde ich mal sagen, bis dann und ciao. Wir sehen uns im nächsten Part hier beim Koga wieder, bei Knogger, bei dem Ninja-Trainer in der Arena. Hier dürfen wir im nächsten Part dann wahrscheinlich rein, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe. Dann würde ich sagen, bis dahin und ciao.